Können wir mal was verkaufen? Genau, wir können mal Vampirring. Ah, der Vampirring wird angezeigt, ist schlechter als die Klingeschuhe oder die Isterschuhe. Verkaufen wir ihn einfach. Also wenn er wirklich definitiv schlechter ist. Und er bringt uns 1000 viel ab. Dann der Schutzring hier. Wird auch als schlechter angezeigt. Auch wenn er vor blind, stumm und starre schützt. Aber notfalls können wir uns auch irgendwie heilen. Wird verkauft. Der Lichtring allerdings ist nicht Zauberschutz. Deswegen, der wird hier aber auch als schlecht angezeigt. Naja, in dem Fall wird er verkauft. So, habe ich noch Silber dabei? Nein. Die antike Mütze brauchen wir bestimmt für irgendwas. Teufelsklinge. Oha. Verursacht 4000? Giftige. Alter Schwede. Puh, jedes Mal, wenn wir in eine neue Stadt kommen, gibt es irgendwie was Besseres zu kaufen. Vielleicht ist es doch nicht levelabhängig, weil wir sind ja noch nicht Level 20, sondern... Oder vielleicht ist es levelabhängig. Und dadurch, dass Walner Level 19 erreicht hat, ist er jetzt wieder ein neues Angebot. Es könnte sein. Oder es ist stadtabhängig. Jedes Mal, wenn wir in eine neue Stadt gehen, gibt es was Besseres zu kaufen. Na, aber hier gibt es ja nur diesen Waffengeschäft. Oder aber... Vielleicht gibt es in jeder Stadt einen speziellen Verkauf an Waffen und Rüstungen. Und wenn wir den gefunden haben, ist dieser, wenn er besser ist als der bisherige, überall zu finden. Das wäre auch möglich. Naja, zu viele Theorien. Egal. So, schauen wir mal erst in diese Richtung. Lass mich rein hier. Naja, gut, dann fragen wir jetzt das Mädchen. Was schafft denn ihr eures Besuches? Wir wollten einfach mal vorbeischauen und nach irgendwelchen Neuigkeiten fragen. Nun, ich habe leider keine Neuigkeiten für Fremde wie euch. Hm, wenn du meinst. Lass mich raus! Lass mich raus! Danke. Reden. Hallo! Habt ihr schon gehört, dass es am Silvester von Uruja spuken soll? Hm, das klingt ja interessant. Vielleicht sollten wir uns dort mal umschauen. Ihr wollt euch dort umschauen? Du lieber Himmel, ich sagte, dort spukt es! Ein König wohnt, ich wartet fern. Und ihr solltet dort wirklich nicht hingehen. Wenn du meinst... Wir gehen da auf jeden Fall hin. So viele Bücher und keins davon interessiert mich. So viele Bücher und keins davon interessiert mich. Davon auch nicht. Nein, wieder nicht. Keines ist interessant und auch hier nicht. Hä? Ah ja. Mist. Aber hier geht's auch nicht nach oben. Egal, dann gehen wir jetzt raus. Schauen wir hier rein. Aber wir haben in dem Haus ja gar nichts gefunden. Kann es sein? Und die eine Frau, die hatte ein Stahlschild. Hatte Informationen, aber nicht die, die wir bräuchten. Ach, Ausrüstung nicht. So, 8 Verteidigung, minus 2 Geschicke. Das können wir gleich mal weghauen. Wird dann nachher verkauft. Also wenn man hier so... Obwohl... Ich weiß nicht, wenn man hier wirklich so... Ha, eingesperrt. Hallo, wie geht's? Naja, geht so. Wieso fragst du? Aus Höflichkeit, nichts weiter. Gibt es vielleicht irgendwas Interessantes zu erzählen? Nein, eigentlich nicht. Na schön. Lass mich hier raus. So, ich wollte vorhin irgendwas erzählen und ich habe es schon wieder vergessen. Lass mich rein. Hey, sie sind auch so Leute, die einfach jedes Haus betreten, ohne anzuklopfen, was? Ja, eigentlich schon. Pech für Sie, dass ich solche Leute nicht ausstehen kann. Verschwinden Sie! Lass mich rein! Ja, danke, geht doch. 100 Fila! Einfach mal das Sparte weggeklaut. So, ach, da war ja bloß dieser kleine Park hier.
Dann ist hier der Pub. Gehen wir mal im Pub rein. Da vielleicht kriegen wir da auch irgendwelche Informationen. Immerhin ist es ein Pub. Da haben wir noch eine Blume. Da hätten wir auch noch eine Blume. Nee, hier gibt's absolut gar nichts. So, was kann man bei denen kaufen? Hallo! Kann ich euch etwas anbieten? Höchstens ein paar Informationen. Was wollt ihr denn wissen? Vielleicht, wo man etwas Geld verdienen kann. Also, wo ihr Arbeit findet, kann ich nicht sagen. Aber es heißt, westlich von hier im Wald soll ein alter Piratenschatz versteckt sein. Aber es haben schon viele nach ihm gesucht. Ein alter Piratenschatz? Klingt interessant, danke. Keine Ursache. So, was sagt der hier? Entschuldigt, aber ich möchte in Ruhe mein Bier genießen. Natürlich, entschuldige. So, dann der hier oben. Ja, was wollt ihr von mir? Gibt es irgendwas Besonderes in letzter Zeit? Eigentlich nicht. Außer vielleicht, dass jetzt angeblich Schiffe voller Reichtümer über die Meere segeln. Da haben wohl einige Händler viel zum Handeln. Ja, da haben wir schon zwei getroffen. Hier eine Frau. Eine einsame Frau. Oh, ich werde wohl nie einen Mann für mich finden. In dieser Stadt sind alle Würmerschnappen und Widerlinge. Du bist wohl verzweifelt, was? So kann man es sagen. Ich habe in meinem ganzen Leben nur abwertige Männer gehabt. Alle wollten nur das Ei und sonst nichts. Furchtbar. Keiner wollte romantisch mit mir essen. Niemand wollte abends mit mir die Stirn anschauen. Niemand! Du solltest vielleicht mal in anderen Städten dich umschauen. Ich empfehle Shanna, eine kleine Stadt weit im Süden. Shanna? Ich habe schon davon gehört. Und jemand dort finde ich meinen Traummann? Vielleicht, aber in Astion bestimmt nicht. Jetzt recht! Gleich morgen werde ich nach Shanna reisen. Hab Glück! Ha, jetzt haben wir schon drei Menschen in Shanna. So, ich glaube, jetzt haben wir nur noch die Höhlen und die Kirche, kann es sein? Ja, nur noch die Höhlen. Dann schauen wir doch mal. Das hier müsste, glaube ich, die erste sein. Das ist ein Piratenschatz. Eine Schatzkiste. Da ist ein Knopf. Sonst gibt es hier nichts. Mal sehen, was passiert, wenn wir den drücken. Ja, und jetzt? Okay. Ja. Immer das Richtige merken. Jetzt bloß dann nicht rausrennen. Okay. Ich hoffe, ich trete nicht auf welche, auf die ich schon mal getreten bin. Ah, das macht nichts, das passt. Ist nicht so wie bei den Zetteln. Und was passiert jetzt? Ich hoffe, wir müssen nicht alle Felder betreten, weil dann... Ich glaube, das könnte ein bisschen dauern. Ja, und jetzt? Ah, geil! Ein angenehmes Rätsel, sag ich mal. Eine Blutrune, was macht denn das? Wo ist sie? Ah, hier! Erhöht die maximale Kapazität, Blutkapazität, plus 5 maximales Blut. Geil! Das kriegt Aska, der hat eins weniger, halt am wenigsten. So, dann haben wir noch eine zweite Höhle gehabt, die war hier rechts. So, ob das jetzt wohl die Höhle ist, wo es Ratten gibt? Hm.
Treppe war das, ach so, ich dachte schon, das ist eine Mauer. K.A. Schaut das irgendwie aus? Kann es sein? Hä? Da steht wirklich K.A. Okay. Bestimmt für Alexander Koch. Die Entwickler von Vampire's Dawn. Hm, wenn es wirklich so ist, müssten wir wahrscheinlich als erstes... Ein Geist! Ein Geist! Oh, endlich! Ich bin meiner jetzigen Existenz müde. Keine Freude mehr. Endlich ist jemand gekommen, dem ich meine Kräfte verleihen kann. Etwa ich? Ich bin müde. Nimm meine Kräfte und leb wohl. Hm, na schön. So, was haben wir jetzt verbessert? Dauert das Skelett Magierbeschwörung gestiegen. Geil! Ja gut, wir haben aber noch keine Skelettmagier, die wir beschwören können. So, und jetzt gehen wir nochmal zu diesem K.A. Wir ich gehe mal davon aus, dass wir erst das A drücken müssen und dann das K. Hm, ein großes A ist an die Wand gemalt. Merkwürdig. Hm, ein großes K ist an die Wand gemalt. Merkwürdig. Hallo, kann ich da irgendwas... Nee, überhaupt nichts. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Oder? Ist doch nicht. Hm. Nee. Ich kann da überhaupt nichts machen. Hm. Keine Ahnung. Naja, das ist bestimmt wirklich nur wegen dem Entwickler gemacht, dass man da halt eigentlich nur den Geist findet, dass er halt hier seine Initialen hinterlassen hat. Gut. Ach komm, ich dachte, da rechts wird es vielleicht noch in einen weiteren Stadtabschnitt gehen, aber nein, nicht wirklich. Also gehen wir jetzt in die Kirche. Vielleicht sollten wir vorher speichern, ich weiß nicht. Aber wir haben ja jetzt wieder 6 Speichersteine, einen können wir da schon mal benutzen. So. Ab in die Kirche. Ah, toll. Okay. Ich will noch nicht mit dir reden. Hm. Das ist wirklich eins zu eins genau das, was ich in Erinnerung habe. So, dann reden wir doch erstmal mit dem Priester und dann mit dem Typen da oben. Willkommen in meiner Kirche, in unserer Kirche, der bekanntesten Kirche überhaupt. Wieso bekannt? Wieso bekannt? Weil hier vor etwa 400 Jahren unser Erlöser Vincent Vaynard seine Rede gehalten hat, mit der er den Heiligen Krieg begonnen hatte. Deshalb... Das war genau hier! Ja, genau hier. Und wir haben alles so gelassen, wie es vor etwa 400 Jahren aussah. Deswegen ist ja auch ein bisschen leer für mein... Ist es auch hier auch ein bisschen leer für meinen Geschmack. Aber Vincent wollte diese Schlichtheit... Kein Wunder, dass ich mich an diesem Ort nicht besonders wohl fühle. Wie meinen? Ach, er meinte, es geht ihm nicht gut, deswegen werden wir uns jetzt verabschieden. Oh, na schön, aber kommt bald wieder. So, jetzt den hier noch. Komm. Nein, versteck dich nicht dahinter. Jetzt hat... Willkommen, meine Kinder! Wenn ihr Frieden sucht, seid ihr hier richtig! Betet und befreit euch von euren Sünden! Spendet und befreit euren Geist von der Geister der Bosheit! Nun, wir wollen die Kirche nur mal besichtigen. Vor langer Zeit hielt der große Vincent Vaynard hier seine einzigartige Rede. Er wurde damals zum Hohepriester ernannt und blieb dies auch lange nach seinem heiligen Kreuzzug. Er lebte unglaublich lange, so etwa an die 200 Jahre. Gott persönlich schenkte ihm dieses lange Leben. Er regierte weise über die Kirche und die Menschen,
Doch eines Tages verstarb auch er. Möge seine Seele den ewigen Frieden gefunden haben. Doch er hielt noch eine letzte Rede, bevor seine Seele in den Himmel flog. Eine starke Rede, eine himmlische Rede. Er sprach von einer Reinkarnation, einer wunderbaren Wiedergeburt, seiner Wiedergeburt. Oh, wie wir alle beten, dass dieser Tag bald kommen möge und er uns in ein weiteres wunderbares Zeitalter führt. Eine Wiedergeburt? Vincent Weinhardt? Ja, aber ich denke, er wird wiederkommen, wenn das Böse wieder auf Erden weilt. Doch möge diese Zeit auf immer fernbleiben. Wiedergeboren wird, um die Menschheit zu schützen und die Vampire erneut zu vernichten. Wie meint ihr da? Meint ihr das? Ihr wisst schon, das Böse, die Vampire, sind Kreaturen der Nacht. Vincent hatte sie vor 400 Jahren alle getötet. Ohne Gnade metzelte er sie nieder. Kein einziger Vampir überlebte. Und doch weiß man bis heute nicht, wo sie überhaupt herkam. Und so ist die Kirche der Ansicht, dass eines Tages die Vampire wiedergekommen werden. Und dass an diesem Tag der Heilige wiedergeboren wird, um die Menschheit zu schützen und die Vampire erneut zu vernichten. Die Vampire vernichten? So, so. Wenn du wüsstest, dass genau in diesem Moment drei Vampire in deiner Nähe stehen. Aber ihr seht ehrenhaft aus, deswegen möchte ich euch um etwas bitten. Was denn? Die Kirche vermisst ein wertvolles Kreuz. Wir wissen nicht, wie es abhanden kommen konnte. Oder wer es gestohlen hat. Vielleicht hat das Verschwinden von Schwester Miriam damit zu tun. Sie hatte das Kreuz zuerst bei sich, um damit die Gläubigen zu segnen. Würdet ihr das Kreuz und damit auch Schwester Miriam suchen und wieder hierher bringen? Natürlich, wieso nicht? Oh, ich danke euch. Leider haben wir keine Ahnung, wo sie sich gerade aufhalten könnte. Sie wird leider schon seit einigen Wochen vermisst und wir befürchten das Schlimmste. Wir werden nach ihr Ausschau halten. Gott segne euch! Gott segne uns! Pass auf, was du sagst, Fettsack! Ja, Miriam kommt mir bekannt vor. Aber leider weiß ich jetzt nicht, woher. Egal. So, wir sind fertig. Ich würde jetzt gerne noch wissen... Ah, genau. Was hier... Ah, die gleichen wie auf der anderen Insel. Also gehört es doch dazu und wird wirklich nur noch ein Fluss getrennt. Schade, dass es dort keine Brücke gibt. So. Aber wir können jetzt... Wir hatten das Wenigste. Walner darf einmal Blut saugen. Da. Die anderen beiden greifen an. Ach, toll, ausweichen. 30 Blut. So. Ach, Mensch, bin ich blöd. Ich glaube, natürlich kann man noch Blut trinken, keinen töten, weil das ja Blut austrinkt und nicht Leben. Na toll, jetzt blutet Walner. Ha, zum Glück ist er gestorben, bevor Walner Blut verloren hat. Okay, er ist im Wald westlich von hier. Und wenn es hier ja auch nur diese gleichen Viecher gibt wie auf der anderen Insel, also Riesenameisen und alte Krieger, dann können wir hier locker angreifen. Also mal den Schatz suchen. Bisschen viel Schaden. Grüne Fl- Ah, oh, nee, das macht doch dann wieder einen irre. So. Ha, Elaine ist ausgewichen. Und der müsste jetzt auch tot sein, oder? Schauen wir mal. Nein, der weicht aus. So eine blöde Ameise. Aber jetzt hat er erwischt. Elaine hat Level 19 erreicht. Cool.